Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Schutzmaßnahmen ist unser Thema. Heute besprechen wir die erste Möglichkeit, wie wir Personen schützen können. Warum wir Personen schützen können, haben wir das letzte Mal besprochen. Und heute besprechen wir, wie wir das machen können. Nun, das letzte Mal hatten wir ja da verschiedenste, wo ist das? Genau, hatten wir ja hier diese Situation. Ich habe die jetzt nochmal hier dargestellt. Also wir haben hier also ein Gerät, das wir anschließen an eine Phase mit der Steckdose. Das Gerät stelle ich jetzt wieder als Widerstand da. Und das hängt da zwischen Phase und Neutralleiter drinnen. Und hat ein Gehäuse. Anlagenschutz betreiben wir auch. Wir machen hier also eine Sicherung. Passt. Okay? Und dann haben wir gesagt, gefährlich wird es an und für sich, wenn hier ein Körperschluss entsteht. Ein Isolationsfehler, wenn das da das Gehäuse unter Spannung setzt praktisch. Ja? Weil da ist unsere Person da drüben. Und die bedient das Gerät und die freut sich dann nicht, wenn das Gerät unter Spannung steht. Ja, hier steht diese Person und die greift da drauf. Steht da auf Erde und deswegen ist das Ganze gefährlich. So, wie kann ich den jetzt schützen? Oder die. Wie kann ich diese Person schützen? Nun, eine einfache und häufig praktizierte Möglichkeit ist, ich mache da nicht einfach ein Gehäuse, sondern ich schaue, dass das Gehäuse wirklich gut isoliert ist. Also ich mache das ein dickes Gehäuse. Back. Einfach ein Gehäuse. Mache halt das Gehäuse nicht aus Metall, sondern mache es aus Kunststoff. Dann kann das da drin, der Draht anstehen, was er will. Das wird mich nicht stören. Also irgendein isolierendes Material zum Beispiel. Ja. Oder ich mache einfach die Schutzisolierung und die Betriebsisolierung da drinnen einfach so dick, dass ich sage, da kann gar nichts mehr passieren. Ja. Oder ich mache einfach größere Abstände. Ich isoliere die aktiven Teile besser. Ich trenne die aktiven Teile von inaktiven Teilen besser. Ja? So was heißt Schutzisolierung. Okay? Steht eh schon da? Schutzisolierung machen wir. Ja? Hat ein Symbol. Ist auch ein Kastl. Und draußen rum ein zweites Kastl, also zweimal praktisch isoliert, doppelt isoliert. Ja. Das sieht man relativ häufig. Da habe ich zum Beispiel was mitgebracht. Ja, also mitgebracht ist gut. Es liegt eh überall herum, braucht man nur schauen. Da sieht man dieses Symbol. Ja. Vielleicht da. Das etwas näher bringen. Mal den Fokus in die Nähe bringen. Da sieht man das Symbol. Hier haben wir das. Ganz typisch. Ganz, ganz typisch. Ist oft in so Steckernetzteilen. Da haben wir zum Beispiel ein älteres Steckernetzteil. Ebenfalls. Back, da ist es, das Symbol. Und da noch ein Steckernetzteil. Ich habe viele Steckernetzteile. Jeder hat viele Steckernetzteile. Haben wir da auch das Symbol drauf? Natürlich haben wir es auch drauf. Da sehen wir das. Das ist das Symbol und das Haushalt hast du nur für innen zu verwenden. Das CE ist halt das entsprechend der europäischen, den Richtlinien der Europäischen Union hergestellt wurde. Aber das Symbol, diese zwei Kasteln heißt schutzisoliert. Und wenn wir uns diesen Stecker hier anschauen, diesen Stecker hier,
um diesen Stecker her, also alle, die ich da jetzt so hergezeigt habe, sehen wir, schauen alle gleich aus. Ich nehme jetzt den, weil sich der am besten halten lässt, sonst hat es keinen Sinn. Wenn ich jetzt den Stecker ausschaue daneben, schaut anders aus. Was fehlt diesem Stecker hier? Dem fehlen hier diese Seitenkontakte hier. Die da. Tack, tack. Die. Die gibt es hier nicht. Ja? Der ist so dünn oder so klar ausgeführt, dass diese Seitenkontakte einfach nicht gibt. Das ist der sogenannte Erdkontakt. Ja? Was das ist, werden wir noch hören, was dieser Erdkontakt bedeutet. Der darf bei schutzisolierten Geräten nicht ausgeführt sein. Okay? Der darf gar nicht. Daran erkennt man auch, was ein schutzisoliertes Gerät ist. So, da haben wir uns wieder den Fokus auf die richtige Position. Schreiben wir es auf. Ja? Verbesserte Isolierung. Das kann entweder sein durch Gehäuse aus isoliertem Material. Zusätzliche Isolationsstücke. Zwischen aktiven und aktiven und inaktiven Teilen. Ja. Oder einfach eine verstärkte Betriebsisolierung. Das wäre die Möglichkeit. Ja? Und schon kann uns die Elektrizität nichts mehr tun. Ja? Also angewendet wird das Ganze bei Kleingeräten häufig. Ja? Ist ein ganz übliches Vorgehen. Ja? Und vielleicht schreibe ich doch auch noch, Das ist also die Schutzisolierung. Okay? Einpacken das Gerät, so dass nichts mehr passieren kann. Erste relativ einfache Möglichkeit. Eine andere relativ einfache Möglichkeit lernen wir das nächste Mal kennen. Das nächste Mal reden wir über, muss ich mal schauen, ich glaube Schutzkleinspannung. Gell? Kommt, jawohl, Schutzkleinspannung wäre das nächste Video. Ja, für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.